Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Genoch, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Großbritannien und ich hatte irgendeinen Krieg hier vor, ne? Wo läufst du denn gerade hin? Warum läuft der da? Also ich muss diese Provinz da zurückholen, ne? Und das war der Spaß an der Sache. Genau, so sieht's momentan aus. Was bauen wir hier noch? Das sind normale Handelsschiffe, ne? Ich muss mich gerade nochmal so ein bisschen reinfinden. Letzter Teil, das ich aufgenommen habe, ist schon ein bisschen her. Wollte ich 13 Leute hier schon mal mitnehmen? Ich weiß gar nicht. Wir könnten es uns mal überlegen, ne? Da oben sind ja 14. Das ist ja auch eigentlich ausreichend, ne? Komm mal mit. Nehmen wir dich mal so mit. Und wie lange... Da sind keine Schiffe drauf. Ne? Ah, stimmt, den habe ich noch nicht geupgradet. Ja, das müssen wir auch noch machen bei Zeiten. So, nochmal schnell Überblick. Oh Gott, haben wir viele Darlehen. Ja, ja, okay. Und wann müssen wir die zurückzahlen? 33, in 3 Jahren. Ufts, okay. Ja, das wird ein schöner Spaß. Stabilität brauchen wir wieder. Dafür sparen wir die Punkte. Wenn wir 200 haben, holen wir uns die. Stände sind illoyal, weil ich denen immer wieder Land wegnehme. Aber das ist auch momentan ganz gut so. Super, du bist gelandet. Ganz toll. Und dann knüppel die mal weg. Und du kannst ja schon mal hier hin. Und dann, ich weiß nicht, wenn wir jetzt darüber düsen. Muss mal ganz kurz gucken, wer... Das waren die mit diesem Schildkröten-Ding, ne? Ah ja, hier ist das. Fahren wir schnell nach Unami. Ja. Ich vergesse es mal wieder, ne? Doch, er hat 13 mitgenommen, okay. Kriegsgrund gegen Savoyen verloren, ouch. Mal ein bisschen schade. Stimmt, wir haben noch den Krieg gegen die... norwegische Nationalisten. Wo wollen die denn... angeschlichen kommen? Da oben, okay. Dann sollen sie kommen. Ja, stimmt, die müssen wir auch noch. Die müssen wir auch noch versuchen loszuwerden. So, dann zeig mir doch nochmal schnell. Wie sieht hier diese diplomatische Situation aus? Da oben sind die mit denen verbündet, die Abenaki? Gerade gucken. Da sind sie genau. Das heißt, du kannst da nicht hinlaufen, weil der Typ noch dazwischen ist. Sind wir dann so... Obwohl, ne, komm, dann warte hier. Ich meine, die Schiffe kommen ja eh bald rüber. Und dann quartieren wir den da einfach um. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, wir haben den Bonus verloren. Ne? Dann konvertieren wir mal Paris. Atmen machen, nehmen wir hin. Wenn die das bekommen, ist mir das vollkommen egal. Ich nehme die Bevölkerung, weil die machen eh keinen Aufstand. So, Vertrag von Tunesien, das ist Brasilien. Brasilien ist deins, ja, ja, okay. Kriegen natürlich so einen alten Sack da auf den Thron. Moment, bitte. Ich finde, das muss mal gerade mein Discord ausmachen. Das ist immer so doof, wenn das, das ist immer so doof, wenn dieses Overlay daherkommt. Okay, gut. Ja, dann verzichten wir auf 10% Steuereinnahme. Aber ich will jetzt nicht noch einen Stabilitätspunkt verlieren. Also sorry, das ist es auch gerade einfach nicht wert, ne?
Die meiste Kohle werden wir eh durch Handeln machen. Also, was kommt hier als nächstes? Toleranz wahrer Glauben Kirchen macht 10%. Okay. Ja, das ist ganz gut. Dass wir da schnell mal auf diesen 200er Wert kommen. Was war hier nochmal? Warum hatten wir die hier nicht geändert? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, die könnten wir, glaube ich, ändern, ne? Bei wann? Das ist ja easy. Guck mal, das ist auch nicht teuer. Können wir die auch Englisch machen direkt? Ein schöner bunter Mix. Also jetzt müssten wir gerade noch mal sehen, und von wo und von Renn aus vertreiben wir gerade die Minderheit. Oder irre ich mich da? Muss ich noch mal gerade schauen. Wo sind wir hier? Da. Oder da. Kolonie wird gebaut. 100. Aber den kann ich abberufen. Das ist eine normale Kolonie dann. Dann komm mal zurück. So, ne, und dann. Ah ja, das kann man natürlich nicht mitmachen, ne? Da muss noch irgendein Krieg gegen Dänemark her. Ach, guck mal, sie sind jetzt mit Kastilien verbündet. Ich sag nur Entfernung zur Grenze, aber hey, ne, also von daher. Haben wir hier irgendwo noch wichtige Handelsregionen, wo wir uns reinsetzen müssen? Hier ist Portugal, wo ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir die sowieso irgendwann mal bekommen. Da ist so ein wichtiger Hafen hier, ne? Guck mal, da setzen wir mal einen drauf. Und jetzt könnten wir die aus Rennen vertreiben. Sollen wir das noch machen? Wir haben momentan eh zwei Kolonien am Laufen. Komm, wir machen das mal noch. Die andere ist ja auch dann schnell fertig. Dann ist er da zwar geblockt, aber wird schon schief gehen. So, und jetzt würde ich mich freuen. Wenn du den Typen da auch mal darüber fährst. Und zwar. Nachdem du die Revolte in Orkney platt gemacht hast. Oh shit. Ich hab was vergessen. Die hatten keine Moral. Ja. Oh Mann, ich bin so blöd. Oh ja, so mein eigener Fehler, ne? Dann hol den jetzt mal ab. Ich will jetzt diesen Krieg da führen. Ja. Danke für den Nationalismus in Orkney. Sich alles noch ändern, wenn die Religion dann endlich mal wieder ordentlich funktioniert. Wir nehmen die Diplomacht. Boah, das war so ein Mist, ey. Also wir hätten es wahrscheinlich, normal hätten wir das easy geschafft. Was nicht machbar war aufgrund dieses Moralbonuses. Des Moral-Malus-Systems, den wir halt hatten durchs Twerken, ne? Das ist der Müll an der Sache gewesen. Sonst wäre das easy gekommen. Das war wahrscheinlich genau das, wo wir gerade die Kultur geändert hatten, oder was? Oder versucht hatten, die Kultur zu ändern.
So, jetzt müssen wir es aber mal hier. Jetzt will ich es aber wissen. Ah, da kann ich jetzt nicht mehr hingehen, okay. Juhu, 20% Produktionseffizienz. Das sollte uns doch noch mal ein bisschen Geld geben. Du kannst twerken übrigens. Und die Festung kannst du auch ruhig nochmal ausmachen. Also das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Also ich bin zwar, ich traue der KI viel zu in dem Game, aber ich traue ihr auf jeden Fall nicht zu, dass jetzt direkt zu uns hier rüber schippert. Halt direkt hier hin, komm. Irgendwo Söldner hergeholt, meine ich. Moment bitte. So, da bin ich wieder. Schweden ist winzig. Aber vasalisieren lassen würden sie sich auf jeden Fall mal nicht. Und einen Erben haben sie auch. Entfernung zur Grenze 115. Ja, da wissen wir ja Bescheid. Ja, dann warten wir ansonsten, bis Dänemark Schweden komplett geschluckt hat, ne? Machen wir das dann, ja. Ne? Das wird doch klappen, oder? Was machst du? Die Nordsee? Und du auch, okay. Aber irgendwie hast du die Flotten nicht verbunden. Auch das kann passieren. So, wie sieht's rekrutenreservenmäßig aus? Ist okay. Hat uns ein bisschen was an Reserven gekostet bisher. Kann man aber mitleben. Die Söldis laufen da oben weiter rum. Dann würde ich jetzt sagen, bereiten wir den großen Schlag gegen die Irokesen vor. Wenn wir da nochmal ein bisschen weiterkommen, machen wir das zuerst. Weil ich meine, danach kommt ja dann der Krieg gegen Aragorn wieder. Wie lange haben wir? Ja, wir haben noch einen Waffenstillstand mit denen, ne? Ja, 39, ne? Also das dauert ja noch. So, dann weiß ich nicht. Ja, wir gucken mal. So. Kein Effekt oder er wird sterben. Was, also ich weiß nicht, wähle ich hier immer das Falsche? Eingeborene werfen böse Blicke auf das stille Wasser und flüstern darüber. Sie sagen, der Geist der Form großen Schlange oder eines Monsters. Sie behaupten, dieser Geist überfalle Kanus und ziehe den Wasserberg ab. Und dann so, Alter, komm, ey. Bewegungsgeschwindigkeit. Eine neue Siedlung, hehe. Vereint die Kolonien, klar. Aha. Aha. Die haben wir gekohrt, ne? Da, Neapel haben wir da unten. Ja. Wie viele diplomatische Beziehungen haben wir zu viele? Eine, okay. Portugal greift Natchez an. Klar. Will die mal ruhig weiter. Boah, Alter.
So, wir tilgen mal das erste Darlehen. Die holen wir uns alle. Da kenne ich nichts. Shetlandinseln und Desmond haben wir auch. Die Kultur geändert. Super. Ja, das hat hier super geklappt. Hier halt noch nicht so, ne? Ja, das müssen wir auch noch irgendwie ändern. Das geht nicht, weil wir die noch nicht konvertiert haben. Dann, wir haben 354 Diplo über. 130 voraus. Viel zu weit voraus. Wir gucken. Combray. Halt. Combray und Ormond. Mach Französisch. Das machen wir dann tatsächlich auf Englisch. So, was haben wir noch? Alles andere haben wir schon. Toulouse und Rethel. Toulouse und Rethel. Mach du aus den Franzosen. Und mach du aus den Gaskonier. Achso, er kann ja keinen Rivalen gerade nehmen. Gut, okay, 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 okay. Okay, der hat mir jetzt den Conquistador angekillt, ne? Kein Fernkampf. Mach mal weiter. Ey, Alter, ich muss mal diese Darlehen zurückzahlen. Massachusetts haben wir jetzt. Schön, dann kannst du... Lauf du mal hier runter. Die kriegen wir doch separat, ne? Okay. Ja, das ist halt noch das Ding mit den Irokesen. Neapel ist, du meinst es nicht ernst, Neapel ist hier rüber nach Nordamerika geschippert. Ey, wenn das absichtlich gehen würde, ne? Dann können wir mal überlegen, ob wir da mal noch ein... Oh. Warte mal, wir haben einen untätigen Händler. Oh, 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 oh. Da müssen wir was machen hier. Stopp. Genau, falsch. Da, erkunden bitte. Ja, weiter, weiter, weiter. So, dann zeig mir doch mal, was haben wir denn hier für eine Möglichkeit? Da würde ich sagen, Handelseinfluss übertragen. Du machst das bitte. Ja. Dass wir da diesen Karawaneneffekt bekommen, ne? Warte mal, wirkt sich das direkt positiv auf unser Einkommen aus? Wenn wir nur einen Dukaten mehr dadurch, wenn wir 8 übertragen. Wenn wir hier so wenig Einfluss haben, ne? Es wäre fast noch besser, dann eigentlich hier direkt abzuschöpfen. Ich sag mal abschöpfen, wir gucken uns das einmal gerade an.
Alter, was machen die da unten? Nein, die Deppen sind das. Alter, ich muss die jetzt platt machen, oder was? Ey, wenn der Kolonie was passiert, ne? Komm, gönn den mal Zugang. Da ist vielleicht ein bisschen besser. Komm mal hier, das Spionagenetzwerk, die hätte ich auch gerne. Auf mal hier hin, dann soll der halt mit seinen 40 Mann da oben warten. Wir sind besoffen. Der Edward Clinton ist in der Army of Scotland, okay. Und das ist der Typ, der gerade twerkt. Ja, aber der 4-4er ist so ganz gut, oder? So. Ich glaube, jetzt hat er seine Lektion gelernt. Ja. Die Holländer auch noch. Ja, gib sie mir alle. Was ist das? Wir müssen unbedingt dieses Reich auflösen. Du kommst mal zurück hier. Sehr schöne vertriebene Kolonien und so. Die müssen wir natürlich auch noch angreifen. Okay, dann mal ab hier rüber. Ich wollte gerade sagen, das ist hoffentlich nicht Dänemark. Die haben die Huronen-Konföderation gegründet. Das ist ja lustig. So, danke, dass diese Kolonie sich jetzt selbst erhält. Danke dafür. Schon mal ein guter Anfang. Ich kann da erst einen Anspruch drauf fingieren, wenn das Ding selbst erhalten ist, wahrscheinlich, ne? Wir müssen das hier alles dicht machen nach Möglichkeit. Okay. Wen von denen kann ich angreifen? Nur die Huronen. Das ist halt auch so die wichtigste Aufgabe, ne? Ja, auf zu twerken. Alter, was ist los? Ich wollte die... Eigentlich dachte ich, das Spiel wäre pausiert, aber dadurch, dass ich geklickt habe, ist das irgendwie weitergegangen. Naja, macht auch nichts. So, jetzt kommst du mal gerade bitte hier rüber. Geschippert, einfach hier hinfahren. Ok.
Ich habe keine Ahnung, was er sich da gerade drunter vorstellt. Und dann mach's bitte so. Haben wir jetzt 3 Tage verloren, kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Verschleiß, aber das ist dann auch noch in Ordnung. So, Portugal scheint da unten irgendwie klar zu kommen. Können wir noch ein Darlehen zurückzahlen? Wir machen gerade 40 Euro. Das ist alles huronisch. So, dann zeig mal gerade. Ich sehe aber keine Bündnisse bei denen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt also, alles, was wir uns von denen schnappen, schnappen wir uns sozusagen legit, ne? Das ist auch huronisch. Okay. Dann solltest du hierhin laufen und du dahin. Das ist okay. Jetzt warten wir noch auf die anderen Trüppchen. Das ist ja auch nicht huronisch. Das ist huronisch, ne? Da stehst du eigentlich ganz gut. Okay, wir konvertieren Bordeaux. Ab jetzt dauert es halt länger, aber es wird passen. Kann dein Thron, dein König gerade mal bitte sterben? Ich würde das sehr begrüßen. Muss gucken, dass ich den Typen dann halt bald wieder bekomme. So, die sind gerade auch im Krieg. Wir machen normale Eroberung oder was machen wir? Lass mich mal kurz überlegen. Oh, ich glaube, es müsste passen. Ah, shit, du kannst... Na. Okay, lauf hier hin. Eins, zwei, drei und vier. Schön. Cool, wenn wir die schon mal besetzt haben. Geht's nämlich jetzt hier schneller. Okay, wir haben die 200 Punkte voll. Die nehmen den Stabi-Punkt. Heidewitzka. Okay, da kann ich nicht hinlaufen. Da kann ich auch nicht laufen. Zu dahin laufen. Ah, das sind noch keine, ne? Das sind keine Huronen hier oben. Auch nicht, ne? Mhm. Ja, Frieden nicht so ganz, aber ist okay. Ich nehme das trotzdem alles mit. Alter, guck mal, die haben 62.000 Infanteristen. Also zum Stack-Wipen reicht's halt. Das ist so ein bisschen das Problem hier bei der ganzen Sache. Vor allen Dingen dadurch, dass wir das auf vierfacher Geschwindigkeit spielen. Aber wir gehen hier ein bisschen Risiko. Es geht einfach viel schneller dadurch. Stopp, du läufst bitte hier hin, ne? Die laufen so, okay. Guck mal, dann kannst du mal hier rüberlaufen. Dann sähen wir
zumindest zeitig, wenn er hier was versuchen wollen würde. Ich glaube, unsere Truppen sind stark genug, dass wir es da mit ihm aufnehmen könnten. Jo. Okay, und dann einmal hier hin. Ja, konvertieren wir Chatre. Fortschritt momentan 0 im Monat, ja, schade. Jetzt zeig mir doch nochmal ganz kurz, wie viel mehr Kohle kriegen wir jetzt dadurch. Oh, Alter, 7 mehr, ne? Das mal. Ja, also ich. Ja, es ist klar. Aber das ist halt auch einfach ein Problem halt hier, ne? Weil hier sind noch zu viele Fraktionen unterwegs und irgendwie will ich es natürlich noch schaffen, dass wir das Reich hier irgendwie auflösen nach Möglichkeit. Aber das ist noch nicht ganz so einfach. 1533 ist halt vielleicht auch noch ein bisschen früh dafür. Ja, müssen wir mal gucken. Den Diplomaten behalten wir uns mal noch hier bei, ne? Also ich glaube. Ich glaube, das geht so ganz gut. Und da kommen wir jetzt nicht hin, weil da müssten wir dann bei dir durch. Sehe ich das richtig? Ich wusste was. Waffenstillstand mit Neapel endet, das macht nix. Wo ist diese Provinz? Pass auf, du läufst hier rüber, weil der will ja irgendwie da hinten rumschlappen. Au, oh, der hat meinen, der hat meinen Dude hier angegriffen. Der Conquistador hat auch irgendwie sich so gedacht, ich suche die Silberstätte mal irgendwie möglichst weit weg. Also ich versuche gar nicht erst den Fog of War hier drüben irgendwie aufzulösen, sondern ich mache das irgendwo am anderen Ende der Welt. Aber ist okay. Wir können gleich schauen, ob wir das irgendwie ein bisschen geschmeidiger hinbekommen. Also ich hätte gerne die Provinzen an der Küste. Oder passt da? Da geht noch ein bisschen was, ne? Die nehme ich auch noch mit. Ja, aber das müsste eigentlich ganz gut gehen, ne? Dann zeig mal. Lassen wir ihm eine, wo wir einen Anspruch haben, aber ich finde es so eigentlich ganz cool. Das zu koren würde 434 kosten, macht 78 Überdehnung. Wir kriegen ein bisschen AE hier oben, ne? Und so? Minus 1 bei Geldern. Das heißt also, da könnte Provhatan in eine Koalition gehen mit denen. Was irgendwie auch ulkig wäre. Aber das sind, wer ist das denn? Die Huronen machen das ja nicht und die Wampanoag machen das ja auch nicht, ne? Also dann kriegen wir eine gewissermaßen eine indigene Koalition gegen uns. Ja, dann machen wir es so, guck mal, oder? Passt doch auch. Jetzt sind wir diesen Krieg da los und haben hier ein paar schöne
Provinzen und machen jetzt hier die 13 Kolonien. Was bekommen wir da? Freizügige Untertanen minus 10. Bis zum Ende des Spiels. Das ist doch genau das, was wir gerne haben wollen. So lange, bis die 13 Kolonien dann über Events irgendwie Freiheitsstreben bekommen. Und der Conquistador, der kommt dann mal wieder und macht mal hier drüben Looky Looky und guckt sich dann gleich, wenn er da ist, guckt er sich mal hier den ganzen Sermon da an, ja. So, muss ich davon irgendwas koren? Nein, ne? Das gehört jetzt alles zu den 13 Kolonien. Fantastisch. Alter, sie hat nichts Besseres zu tun. Sie hat nichts Besseres zu tun. Schön, ihr kommt alle hier runter, bitte. Wir unterdrücken nochmal ganz kurz die Darlehen, bitte. Darlehen verlängern. Wir müssen zwei Darlehen verlängern. Wir unterdrücken einmal die Valencia-Nationalisten, auf die habe ich gerade keine Lust. Wir müssen gleich Päuschen machen. So, und jetzt gehst du einmal ganz kurz. Jetzt zeigst du mir das einmal hier. Das ist mir vollkommen egal, ob da die Silberstädte sind oder nicht. Du erkundest mir den Quatsch da jetzt aber mal bitte. Ich habe schon so eine Ahnung, wer da gleich um die Ecke geschlichen kommt. So, du holst mir hier bitte den Anspruch. Was war hier? Das ist... Achso, du bist hier unten unterwegs, ne, bei dem. Ja, Ganz kurz gucken, wer sind denn da potenzielle Koalitionsmitglieder hier in der neuen Welt? Ja, nicht bei den 13 Kolonien, das ist schon bei uns, ne? Puzzelt. Ja, die hier halt, ne? Aber da habe ich ja keine Angst vor. Moikana, Mi'kmaq, Innu und Algonchin. Das sind so deine. Und dann bist du noch verbündet mit den Mi'kmaq und mit den Innu. Das heißt also, wenn ich die Mi'kmaq angreife, dann haben wir da immerhin ein paar dabei, die da mitmachen. Das ist doch ganz cool. Guck mal, Holland würde da mitmachen. Beknackte Holländer. Nein, meine ich nicht ernst, aber... Oh, siehst du mal, da habe ich was übersehen. Okay, kann ich meinen... Wo bist du gerade? In St. John? Ja, okay, gut. Da sind wir schnell fertig, dann holen wir uns das Ding hier in der Möglichkeit noch, weil den Hafen hätte ich ja dann doch ganz gerne. Da oben kriegen wir Kanada, ne? Also hier kriegen wir doch Kanada. Weil wir haben die 13 Kolonien bis hier oben. Das, ich weiß gar nicht, ob das so legit ist eigentlich, ne? Weil die Kolonialregion müsste eigentlich woanders sein. Welchen Befehlshaber hast du mir gerade gekillt? Den Entdecker? Nee, einen normalen General. Mal da. Jetzt mal die eine Hälfte gerade darüber. Die sollen jetzt nur nicht zu viel Verschleiß kriegen. Nee, der hat mir doch den... Ich hatte zwei Entdecker, ne? Das war es wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es der Umstand, dass ich zwei Entdecker hatte. Komm hier, wir laden die Einwohner Mittelamerikas ein, zu uns rüber zu schlappen. Dieser Vertrag von Tordesillas ist, sag ich ja auch mal, ne, also das ist ein hochproblematisches Vertragswerk.
Besonders eben aufgrund der Tatsache, dass der sehr. Okay, ich habe auf irgendwie. Ja, ich muss noch auf die Mi'kmaq irgendwie diesen Anspruch fingieren am besten. Weil die Grenzen ja nie so wirklich genau festgelegt waren. Also ich meine, natürlich gab es da Längen und also Regionen, gewissermaßen Längengrade, nach denen man das versucht hat zu bemessen. Aber es war alles sehr unsauber definiert und man kannte diese neue Welt ja auch noch gar nicht genau. Also das war eigentlich vorprogrammiert, dass es deswegen irgendwo mal Stress geben würde. Das sind auch alles die 13 Kolonien. Okay, also wir kriegen nur eine Kolonie oder wie? Zeig mir doch mal die Kolonialregion, wo sind die? Ah, nee, doch nicht. Da, Kolonial Ostamerika. Okay, nee, also hier oben, das passt dann doch. Ja, Louisiana würde ich ja auch schon noch ganz gerne irgendwie bekommen. Da oben wird dann alles Kanada, ne? Okay. Müssen wir da irgendwelche Koalitionen hier oben fürchten? Also ich hätte halt nur keinen Bock, dass die sich nachher irgendwie, dass die sich mit Savoyen verbünden oder so. Aber die wissen ja nicht, dass es Savoyen gibt, oder? Wissen die, dass es Savoyen gibt? Das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, das hätte ich noch nicht so gerne. Guck mal, die sind erst bei 16%, Alter, und wir haben schon zwei Kriege in der Zeit erfolgreich zu Ende gebracht. War aber, glaube ich, hier ganz okay, die ganze Kohle mitzunehmen, ne? Aber die haben jetzt halt auch Überdehnung. Die müssen das ja erstmal alles kehren, was ich denen jetzt gegeben habe. Es kostet auch 300 Admin-Macht. Also so wenig ist es jetzt auch nicht. Also ich würde dann schon vorschlagen, dann warten wir vielleicht dann doch noch, bis die das alles gekernt haben. Und solange chillen wir vielleicht an der Küste. Oder rauben wir den aus? Wir nehmen nur irgendwie so 5, 6 Provinzen und den Rest holen wir uns an Kohle. Zeig mal ganz kurz. Wichtige Handels. Hast du gar nicht hier. Ja, okay. Ja, das war die wunderbaren floridanischen Everglades und so. Ja, also, das sollten wir irgendwie noch. Das sollten wir uns irgendwie noch überlegen, ne? Ah, Dänemark hat Partikularisten. Nur die Pfalz und Hessen sind gerade so ein bisschen schwierig mit den Thronfolgern. Ja, und wenn das halt auf den Krieg mit Spanien bzw. Kastilien hinausläuft, also wir wollen auf jeden Fall halt einfach nur Spanien, also wir wollen auf jeden Fall Spanien verhindern. Das wäre mir doch ein dringendes Anliegen. Aragon kann sich auf Nordafrika konzentrieren, da habe ich. Das finde ich in Ordnung. 1, 2, 3, 4 holen wir uns hier zurück. Das machen wir ja alles, Kernprovinzen zurückholen. Ja, mir fehlt immer noch der Masterplan fürs Reich, ne? Also wir könnten hingehen wahrscheinlich und in also Österreich ist ja nicht so stark, ne? Wenn wir uns das mal angucken, also sie haben keine, sie haben mit Württemberg jetzt nicht so den stärksten Vasallen. Sie haben hier eine Mark mit Opole. Okay, ja, die Bündnisse sind, also wir sind halt der stärkste Verbündete, ist klar. Wir würden hingehen und Reichsfürsten vasallisieren, wie zum Beispiel, am besten halt diese Theokratien, ne, so Köln und Trier und so. Und die Pfalz, ne, also das würden wir wahrscheinlich machen. Kann ich Saluzzo angreifen? Nein. Also die Provence hat sich noch nicht dazu durchgerungen, das zu machen. Ich kann mal Saluzzo markieren. Vielleicht dadurch kämen wir in den Krieg mit Burgund. Ohne dass Österreich mitmacht. Das ist vielleicht ganz gefällig, ne? Also, wie würden wir das machen? Sagen wir mal, lass mich mal kurz überlegen. Sagen wir mal, wir würden Trier angreifen, ne? Nehmen wir die Pfalz mit. Das haut nicht hin. Nehmen wir Aachen mit.
Auch nicht hin. Münster. Nee. Nee. Also könnten wir. Ja, gut. Also vielleicht, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt in Europa den Kurs des Friedens sozusagen, ja? Frieden schaffen ohne Waffen, ja? Und Frieden schaffen mit Waffen. Habe ich letztens auch gehört. Nee, also wir machen jetzt den Kurs des Friedens, ne? Und dann verbünden wir uns mit Böhmen und Brandenburg. Und dann gucken wir, ob wir noch irgendwie, also Mainz kriegen wir wahrscheinlich nicht. Aber kriegen wir auf jeden Fall eher als Trier. So, wir müssten irgendwie versuchen, an Köln ranzukommen. Das würde aber schwierig. Ist witzig, dass die alle Österreich wählen würden, ohne dass sie irgendwas mit denen, also die haben gar kein Bündnis mit denen und machen es halt trotzdem einfach. Wird religiöse Gründe haben. Na, der Ligakrieg, das steht ja auch noch irgendwie bevor. Ja. Ja. Und dann, also das ist, glaube ich, der erste Schritt. Wir können das halt nicht machen, solange wir hier die AE aus der Hölle haben, ne? Also wir müssen uns theoretisch mit den ganzen Deppen hier verbünden, ne? Und dann greifen wir halt irgendwie eine der, weiß ich nicht, dann greifen wir hier irgendjemanden an. Und Österreich, wird dann da reinspringen und dann könnten wir, wenn wir mit den Kurfürsten verbündet sind, irgendwie das Reich auflösen oder so, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich so das realistischste Szenario, das wir haben. Die anderen sind alle irgendwie nicht so gut. Das ist zu. Also, ja, es führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, dass wir uns jetzt hier ein bisschen friedvoller verhalten, um dann nachher natürlich mit geballter Kraft irgendwie dann doch zuzuschlagen. Ja. Wann haben wir die religiösen Traditionen mit. Brauchen noch 30 oder so davon, okay. Dann bekommen wir noch hier Missionare günstiger und Prestige pro Entwicklung und dann kriegen wir hier Unam Sanctam. Das wäre eigentlich ein cooler Kriegsgrund, sagen wir mal. Wir würden dann Lüttich angreifen. Da bekämen wir sogar noch Böhmen mit rein. Und sexy Lauenburg, leider nicht so gut. Achso, ja, du bist ja, genau, das stimmt, du bist ja, ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir brauchen irgendjemanden, der mit. Ja, du brauchst halt irgendjemanden, der über so drei Ecken mit vielen Kurfürsten irgendwie verbündet ist. Aber Savoyen angreifen ist irgendwie doof. Da haben wir halt, das, der einzige Vorteil bei Savoyen ist, dass wir halt da den Kriegsgrund haben. Und das integrieren die irgendwie noch nicht, aber es geht vielleicht auch noch nicht. Es ist irrational, jemanden anzugreifen, der kein Anfangsbündnis hat. Bei Trier bekommst du halt Pfalz und Österreich mit rein. Dann hast du ja schon mal aus der Rechnung, hast du ja dann schon mal hier drei raus, ne? Österreich, Trier und Pfalz. Bleiben Sachsen, das geht nur über Bündnis. Bleibt Brandenburg, geht über Bündnis und Böhmen. Heißt also, Mainz und Köln müssen irgendwie da mit rein. Also unwahrscheinlich. Ja. Das geht halt in keinem Szenario wirklich gut. Das heißt also, ja, wir brauchen drei, vier, fünf, theoretisch brauchen wir fünf Bündnisse. Das ist einfach viel zu viel. Oh, ich muss da noch den Militärzugang auflösen, ja. Wo sind sie? Uschega? Oh,
So, genau, bevor wir da noch mehr Diplomacht verlieren. Also ich meine, mit beiden Händen müssen wir sie ja nicht zum Fenster rauswerfen, ne? Alter, warum hat Neapel 5? Also warte mal, das war über irgend so ein Event oder sowas. Ey, warum haben die so viel Freiheitsstreben? Das ist ja gierigst. Ey, wir wollen frei sein. Wir gehen an unserer aggressiven... Nee, wir gehen an unserer Überdehnung zugrunde. Aber wir wollen die Freiheit. Ja, vielleicht müssen wir die Provence dann... Ja, vielleicht nutzen wir diese längere Friedensphase, um die Provence zu annektieren. Ich meine, das kostet einfach nur einen Haufen Geld, aber... Ich meine... Das reduziert halt einfach das Freiheitsstreben der anderen Untertanen, ne? Und... Wir könnten, wenn du jetzt nochmal ganz kurz hier guckst, ne? Wenn du jetzt nochmal ganz kurz... Moment. Ja. Wir haben 825 von der... vom Regierungslimit, also es müsste eigentlich gehen. Das ist ja ohnehin schon ein Start, das kommt eigentlich dann dazu. Ne, das ist kein Start. Sorry. Das ist kein Start. Das ist auch noch kein Start. Ja. Also, wo sehen wir das denn? 49, 30, 46. Das passt ja eigentlich. Das passt. Das würde uns sehr mächtig machen, auf jeden Fall. Wir würden halt die Ansprüche auf Savoyen und auf Sardinien verlieren. Das heißt, wir müssten dann definitiv über Korsika gehen. Das ist aber gegen Genua, das ist aber möglich, ne? Ich meine, Genua gehört nicht zum Reich. Das könnte man erobern und dann holen wir uns hier Korsika und Sardinien und verfüttern das an Neapel oder sowas. Also das ging wahrscheinlich auch noch. Du kannst mir nochmal ganz kurz zeigen, warum hat Neapel 25% Freiheitsstreben nochmal? Relative Ermächtigung von allen Vasallen. Ja, die haben 16,5%, deswegen kriegen die 12 Punkte Freiheitsstreben oder was? Das ist doch total albern. Ich meine, guckt euch das an. Die haben 19, Mann. Wie viel haben wir? 70. Ja, dann mach mal einen Aufstand, Digga, ne? Also, die kloppen wir doch sofort weg. Also, der Wert, der ist doch irgendwie albern, oder? Was haben wir noch? Relative Wirtschaftsmacht. Okay, 3%, damit kann ich leben. Diplomatischer Ruf. 182 Entwicklung. Ui, das ist sehr viel. Ja. Leute, ich muss mal hier Schluss machen, mein Sohnemann, der weint gerade, wir gucken mal, ne? Also, bis dann, in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.